Willkommen in der Stille der Gegenwart, aus der dieses Video gerade entspringt und auch diese Worte. Was ist die Ursache für Spontanheilungen? Vielleicht hast du schon mal das eine oder andere oder den ein oder anderen Fall gehört von Spontanheilung, wo vielleicht ein Mensch ja quasi von heute auf morgen von Krebs oder einer sonstigen anderen Krankheit geheilt worden ist. Sicherlich gibt es dafür auch medizinische Erklärungen, sprich, dass das Immunsystem dafür verantwortlich ist und wie das Immunsystem dafür verantwortlich ist und auch andere medizinische Faktoren. Jedoch ist das nicht die Hauptursache. Die Hauptursache für Spontanheilungen ist ein Wandel des Bewusstseins im Inneren des Menschen. Und zwar vom Bewusstseinszustand des Verfangenseins in Gedankenkonstrukten zum Bewusstseinszustand der Erleuchtung. Der Grund für die meisten Krankheiten ist, dass das Leben, sprich das Bewusstsein, das stille Bewusstsein in dir, verfangen ist in Gedankenkonstrukten und dadurch nicht frei fließen kann. Durch die Bewusstseinswandlung und den Bewusstseinszustand der Erleuchtung, sprich die Ablösung, man kann auch sagen die Erlösung von den Gedankenkonstrukten, entsteht eine neutrale Energiefrequenz durch die der Körper beeinflusst wird. Wenn das Bewusstsein in dir verfangen ist in Gedankenkonstrukten, dann herrschen positive und negative Energiefrequenzen. Speziell die negativen Energiefrequenzen sind dafür verantwortlich, dass die Zellen in deinem Körper beschädigt oder sogar zerstört werden. Durch den Bewusstseinswandel und die dadurch neutrale Energiefrequenz werden die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert, die nicht nur die Körperzellen reparieren und schützen, sondern auch erheblich das Immunsystem stärken. Ein anderer Nebeneffekt des Zustandes der Erleuchtung ist die erhebliche Verlangsamung des Alterungsprozesses des Körpers. Du bist das Leben. Schau tief ins Innere. Die stille Gegenwart. Sei frei. Wenn du noch sogenannte Probleme und Sorgen hast oder selbst vielleicht sogar Erfahrung hast mit Spontanheilungen,
dann schreib es gern unten in die Kommentare. Und natürlich, wenn du auch sonst noch irgendwelche Fragen hast.